gibt es Unterstützung, die wird von DEPCO zahlt. Das ist allerdings nicht sehr viel, das ist weniger als 1000 Euro im Monat für alle zusätzlichen Hi Schatz, bist du ja noch auf? Ja, wird aber auch Zeit, dass du mal nach Hause kommst. Ja, war noch viel zu tun im Büro, ne? Aber jetzt bin ich ja da. Du weißt genau, was ich von diesen Überstunden halte. Und es wird dir noch nicht mal bezahlt. Ja, so. Ich will ja nicht schon wieder meckern, ne? Aber schon wieder Nudeln? Wolltest du nicht eigentlich einkaufen gehen? Ich war ja auch einkaufen. Beziehungsweise ich hab's versucht. Warum versucht? Ja, das will ich von dir wissen. Ich weiß es nicht. Sei leise, die Kleine schläft. Oh, ich weiß es nicht. Woher soll ich denn wissen, warum du wieder nicht einkaufen gehen konntest? Hier. Was hier? Was hat die Karte jetzt damit zu tun? Du sollst doch immer so viel Bargeld bei dir haben, dass du zumindest einkaufen kannst. Wie soll ich bitte Geld holen, wenn diese verdammte Karte gesperrt ist? Es muss doch an irgendwas liegen. Ja, dass das an irgendwas liegen muss, weiß ich auch. Wenn irgendwas ist, kannst du mit mir darüber reden. Das weißt du doch, oder? Ja, das weiß ich auch. Jetzt stell mal hier nicht alles in Frage. Setz dich bitte wieder hin. Es gibt noch was ich mit dir reden möchte. Was gibt's denn noch? In einer Beziehung braucht man Vertrauen und Ehrlichkeit. Sag mir die Wahrheit. Was ist das denn jetzt? Das weißt du schon ganz genau. Hey, willst du mir jetzt sagen, dass du in meinen Sachen rumschnüffelst oder was? Ich hab's gefunden, als ich die Wäsche machen wollte. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ja, ich wollte das eigentlich schon lange wegschmeißen, weil... Weil du es vor mir verheimlichen wolltest vielleicht? Jetzt sei doch mal leise, ich denke, die Kleine schläft. Ich wollte den wegschmeißen, weil ich bei der Hausverwaltung angerufen habe und die haben mir gesagt, dass der Brief überhaupt nicht für uns war. Ja, und die Karte, die du benutzt hast, war eine alte, die schon seit langem abgelaufen war. Willst du sagen, dass ich zu blöd bin, eine EC-Karte zu benutzen? Das hast du gesagt. Ist mir echt zu blöd, dieses ewige Theater. Ist raus hier. Ja, wo willst du jetzt hin? Geh zu meiner Mutter. Laura, warte mal. Laura, das war doch nicht so gemein. Nein, Laura. Ach, warte mal. Hä? Oh, ich mach nie wieder Überstunden.